Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem täglichen Online-Rennen. Heute auf dem Red Bull Ring das Rennen B. Über insgesamt 6 Runden dauert dieses Gruppe 3 Rennen, das Ganze bei einfachem Treibstoffverbrauch, einfachem Reifenverschleiß. Wir haben hier nur die harte Reifenmischung zur Verfügung, noch die Regenreifen, aber ich hoffe, dass wir die im Schrank lassen können. Und ja, ich hatte es auch erst mit dem Mitsubishi Lancer Evo Final, was glaube ich versucht. Bin aber nicht so ganz zurecht mit dem Fahrzeug gekommen und habe dann gedacht, hey, versuch's doch mal mit dem Ford GT Race Car. Mit dem war ich dann auf jeden Fall schneller als wie mit dem Mitsubishi. Porsche habe ich gar nicht groß versucht, aber ich bin jetzt einfach guter Dinge, freue mich auf ein tolles Rennen und dann geht's gleich mit dem GT an den Start. Ja, meine lieben Zuschauer, von P7 geht's an den Start. Ich bin äußerst überrascht, muss ich sagen, weil die 1:31.0 ist jetzt keine Vorzeigezeit. Ich habe mich sogar fast noch verbessert, habe es dann aber gerade noch in der letzten Kurve weggeworfen. Ja, was soll's. Auf jeden Fall geht es jetzt hier gleich los. Ja, P7. Auf Pole steht ein Porsche. Doppelpole für Porsche, kann man so sagen. Eine Corvette auf 3. Lambo auf 4. Das ist ja auch interessant. Stark. Aber wie gesagt, ich bin mit dem GT am Start. Ich bin irgendwie mit der Kurvenlage von dem Fahrzeug so dermaßen zufrieden. Selbst auf harten Reifen ist das richtig gut. 16 Fahrer, Fahrerinnen sind hier am Start auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe nur, dass es gut durch die ersten beiden Kurven geht in der ersten Runde. Ja, und dann kann es losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Erstes richtiges Rennvideo aus meinem neuen Raum. Mit meinem neuen Setup, wenn man so will. Und los geht's dann jetzt. Wo starten wir denn? Okay, das ist gut. Starten Ziel. Los geht's. In Spielberg. Nicht viel dafür. Ich wusste gar nicht, wo ich hin soll, aber er ist auf der Strecke geblieben. Aber jetzt werde ich ja gleich eingequetscht, glaube ich. Bin ja blöderweise außen. Blöderweise außen, wollte ich sagen. Ja, das war der Porsche. Oder der Aston Martin schon wieder. Jetzt könnte ich natürlich eine Strafe kriegen, weil ich neben der Strecke war. Ich hoffe es mal nicht. Porsche auf Abwägen, der Aston Martin hat ja auch Probleme. Franzose. Aber erstmal ganz gut durchgekommen. Ich will es nicht verschreien, aber zumindest mal nicht abgeräumt worden. Ist schon mal viel wert. Aber der Audi ist es, glaube ich, hinter mir. Er kommt näher, Fahrer aus der Schweiz. So, jetzt hat er mich wahrscheinlich gleich auf Start und Ziel. Aber das war die erste Runde, Leute. P5 zumindest noch. Mal geblieben. Nein! Ich hab's gerade noch gedacht, hoffentlich komme ich nicht ins Rutschen. Oh, shit! 5 Plätze verloren. Oh, was macht denn ihr hier, Leute? Ich will wieder nach vorne, da war es ruhiger. Schaut euch das an. Ja, zum Glück ist noch am Anfang des Rennens. Aber man
ein bisschen was gut machen. Ja, natürlich nur, wenn man keine Fehler macht, aber das war jetzt blöd. Oh, noch eine halbe Sekunde kassiert. Nicht so ideal. Ja, das war jetzt unglücklich in Kurve 2, muss ich echt sagen. Ich bin noch ganz froh, dass es mich nicht gedreht hat, aber viele wertvolle Plätze verloren. Runde Nummer 3. Schon wieder am Rutschen gewesen, aber der Audi auch. Puh. Die Strafe ist blöd. Ist jetzt richtig blöd. Sanfter ans Gas. 18. Vorsprung, ja, das hilft mir. In meiner Strafe auf jeden Fall. Ich kann meine Pace, die ich im freien Training hatte, überhaupt nicht abrufen. So, P8 Leute, einen soliden Vorsprung von 2 Sekunden auf den Holländer hinter mir, Runde 4, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Hier noch ein bisschen was gut zu machen. Und ich bin ja von 9 von 7 gestartet, sollte ich auf jeden Fall noch einen Platz gut machen. Gedacht, ich bremse wieder zu früh, aber er hat zu spät gebremst. War deutlich zu sehen. Deutsche Fahrer hier im Renault. Ja, das habe ich vorhergesehen, dass der mich trifft. Aber einfach zu weit, zu schnell. So, 3,5 Sekunden, 4 Sekunden auf den 6-Platzierten. Okay, war gerade irgendwie Platztausch. So, 3 Fahrzeuge unmittelbar vor mir, das ist doch nice. Runde 5, P7. Gegenlenken, bevor er ausbricht. Aber man sieht hier ganz deutlich, die anderen Fahrer haben das Problem auch. Ich fahre aber auf Traktionskontrolle Stufe 1 ist es, glaube ich. Ja. Also ganz ohne bin ich dann hier nicht unterwegs. Ja, aber der Renault ist mir dicht auf den Fersen. 6 Zehntel nur noch. Ich hoffe, dass ich da nicht zu weit rechts war. Glück gehabt.
relativ weit, der deutsche Fahrer vor mir. Aber der Fahrer hinter mir hat aufgeschlossen. Letzte Runde. Der ist dran, Leute. Hat eher gedacht, der sticht vielleicht innen rein, aber das hat er nicht gemacht. Der ist mal auf Nummer sicher gegangen. Einer eine halbe Sekundenstrafe und der Renault-Fahrer kommt weit, kam ins Rutschen. So, das reicht auf jeden Fall für P7. Puh! Waren auf jeden Fall krasse 6 Runden. Also hat Spaß gemacht, muss ich definitiv sagen. Wäre mehr drinne gewesen, auf jeden Fall. Aber ja, ich bin ganz froh, meinen Startplatz nach Hause gerettet zu haben. Ja, meine lieben Zuschauer, P7 und auch P8, Fahrerwertung nach oben. Ist doch ganz gut, war ein schönes Rennen auf jeden Fall und ja, war noch ein paar spannende Momente dabei auf jeden Fall. Bisschen schade am Ende, dass ich da diesen Ausrutscher hatte in Runde 2, in Kurve 2. Das war ein bisschen blöd, aber ja, kann man nichts machen, ist leider so. Auf jeden Fall ein Rennen, das man mehrmals fahren kann, würde ich sagen. Ich hatte mir auch noch hier das Gruppe 1 Rennen angeguckt, aber wer vielleicht den Livestream letzten Sonntag verfolgt hat, ich bin gerade aus De La Sarthe gefahren. In einem Stundenrennen und in einem Sprintrennen. Ja, das hier wäre noch Gruppe 1, aber auch nur 6 Runden, mal sehen. Vielleicht tue ich mir das noch an die Woche, mal sehen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Und ja, ich hoffe an der Stelle, dass es euch gefallen hat. Dürft gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sehr gerne ein Abo, würde mich freuen. Oder schreibt einen netten Kommentar. Schreibt doch, wie eure Dailies gelaufen seid oder ob ihr schon gefahren seid. Auch mit welchem Fahrzeug. Wie war die Rampolka? Ich hoffe keine. Und dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video hier wieder sehen. Oder am Samstag bei meinen Lobbyrennen. Schaut da rein. Ankündigung auf dem Kanal folgt. In Kürze. Und dann würde ich nur noch sagen, keep racing. Bye bye. Number failure.